Und sie wissen, dass es eine Baustelle für die Tür. Ich habe letztens die Hirscharbeit geschrieben. Oh Gott, sie Arme. Danke. Bei uns gab's mal mitten in der Englischklausur Feueralarm. Oh, das ist auch gut. Ja, weil irgend so, irgend so ein Hiopai meinte, Rauchmelder einzuschlagen. Ja, super. Also ich habe in der Arbeit eine 3 geschrieben, aber einer, der konnte sich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren, sagt so, Scheiße. Und da war nur schön zu Beginn der Arbeit, der hat irgendwie 6 plus geschrieben, ja. Das war schon heftig. Ja. Und bei uns gab es mal Bombenalarm in der Vorabi-Klausur. Ja, weil man in der Baustelle eine Fliegerbombe gefunden hatte. Direkt okay. Oh nein. Aber die wurde wiederholt, die Klausur. Also. Ja, das ist ja dann gut. Das ist der Bus dann eigentlich. Hat der Fahrer auch Facebook, weißt du das? Das weiß ich nicht gerade. Hast du nur die E-Mail-Adresse, ne? Ja. Kannst mir ja eigentlich mal schicken gleich, oder? Per E-Mail oder via WhatsApp oder heute Abend. Ja, ja. Mhm. Wie bist du mit der Spanierin da oder mit der Dominikanerin da ins Gespräch gekommen? Die hat mich irgendwie gefragt, ich glaube, ob sie. Die erste Straße links. Nee, ob sie bis nach Hamburg fährt oder sowas. Tja, am besten kann man so runtergehst und sie sagt das jetzt. Und dann hochgehst, ne? Ja, Hofkamp. Ja. Ja, schön. Ganz ehrlich, echt? Das wird ja böse. Was habt ihr dann irgendwann zu Hause wieder eingefroren? Nein, ich bin wahnsinnig still. Du schreibst auf Spanisch mit ihr? Ja, auf Englisch. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Ich kann ja kaum Spanisch. Konnte sie in Englisch? Nee, nicht. Also. Sprechen wohl gar nicht so wirklich gut und weil das Geschriebene geht. Boah. Warum geht das Geschriebene? Also, komm. Das, was sie so schreibt, das ist so in Ordnung. Ja, okay. Nicht perfekt, aber in Ordnung. Okay. Ich hab. Und sie hatte gleich auch ein iPhone, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er ein 1.5? Keine Ahnung. Okay. Ich kenne mit iPhones auch nicht aus. Ich glaube, weil du die auch nicht so magst, oder? Ja, ich brauche sogar Androids. Aber ich kenne die auch nicht mit allen Androids aus. Okay. Also ich allein nur das drauf gucken, weil das Modell feststellt. Okay. Ja, die hätten jetzt auch mal eine Art. Ich habe das Internet eingerichtet, also das Wi-Fi von Flixbus. Was meinst du? Das Wi-Fi für Flixbus habe ich hier eingerichtet. Hier? Hier. Ja, okay. Und das. Das war ja unten. Ich hätte meine Nummer da eingetippt. Ja. Okay. Ich habe gerade ein. Kumpel noch was geschickt, da ich heute Fernbus fahre. Ah, sagt er, von wo nach wo denn? Ich so, ich fahre gerade von Köln nach Münster. Ah, sagt er, viel Spaß. Ich so, und wie ist bei dir? Musst du heute fahren? Ja, sagt er, 129 und 136. Auf 29 wäre ich noch mitgefahren, aber mit der 36 kann er mich jagen. Okay. Weißt du, du fährst? Egal wie er fährst, keine. Also komm, hast keine Pause. Okay. Kommst an, irgendwie um. Oh, irgendwie an der einen Endstelle 3 Minuten, an der anderen Endstelle 2 Minuten oder so. Okay, wie viele Runden hast du?
weiß ich nicht. Also ich bin mal einen Dienst bei ihm mitgefahren, da hat er irgendwie 3 Runden auf 136 gehabt. Ja. Fand er da nicht so prickelnd. Was ist das? Okay, wusste ich ja selber nicht, da ist hier so ein... Aha. Jetzt sind wir beim Frontenarzt von meiner Mutter. Okay. Der ist nämlich auch Kammern mit Nachnamen. Ja, das dachte ich mir jetzt nochmal. Na, der andere... Da möchte ich nicht so gern drüber sprechen. In Schweden gibt es eine Stadt, die heißt nicht Sodemann, sondern Södenhamn. Irgendwo bei Stockholm in der Ecke. Södertälje kenne ich. Bitte? Södertälje kenne ich. Okay, Södertälje sagt mir auch was, aber gibt auch Södenhamn. Und Södermalm? Södermalm war ich sogar. Hä? Södermalm gibt es auch. Da war ich sogar schon mal. Ich bin sogar von Stockholm. Södermalm kenne ich nicht. Schöne Stadt. Sie. Wir haben vorhin mal die hier Flixbus, ich weiß nicht, ob Ihnen das so sagt, die Fernbusse, die jetzt neu sind. Die haben wir vorhin mal getestet zum ersten Mal und sind bequem. Günstig, Personal ist sehr freundlich, aber nicht auch. Also mein Eindruck auf dem Personal ist sehr freundlich vom Mitbewerber, die auch so Fernbusse fahren. City to City nennt sich der Betrieb, da waren Bekannte von mir nicht so angetan. Also, Fahrer muss wohl sehr unfreundlich gewesen sein. Ja, wir hatten in Berlin auch welche, aber der war ganz lustig. Auch von der Stadtrundfahrt, oder? Ja. Okay, die Stadtrundfahrtenfahrer sind sowieso immer die Besten. Ja. Oder ich habe mal ein Video gesehen, da hat einer eine Mitfahrt gefilmt und der Bus war... Die Linie 100 in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da ist also eine Stadtrundfahrtenlinie, fährt so an Sehenswürdigkeiten vorbei. Da hat der Fahrer zu jeder Sehenswürdigkeit während der Fahrt was erklärt im Mikrofon. Ja, bei uns auch. Ja, aber war eine normale Linienfahrt. Ihr hattet ja wahrscheinlich eine Stadtrundfahrt. Und in Senden hätten meine Großeltern beinahe mein Haus gebaut. Okay. In Olfen. Aber das Projekt hat sich dann irgendwie zerschlagen. Warum? Meine Oma, die war da wohl nicht so ganz mit einverstanden. Die hat gesagt, Opa, kannst du noch ein Haus bauen? Du musst erstmal für deine Familie sorgen und bla bla auf jeden Fall. Okay. Weil die Oma, die jetzt verstorben ist vor kurzem. Oder? Naja. Ja. Ey, der ist schon 3 Monate. 3 Monate, ne? Ja, das geht schnell. 3 Monate ist das her. Wie lange ist es jetzt mit deinem Vater? Ja, sag mal. Das ist jetzt, warte. 8 Monate, warte. 8 Monate. Kommt mir noch vor, als wäre es gestern gewesen. Okay. Ja, aber das ist, man denkt nicht, dass es schon so lange ist, ja. Ja, also gestern jetzt definitiv nicht, am Tag danach war ich ganz anders drauf. Bitte? Wie wäre es gestern gewesen, jetzt nicht. Aber ich am Tag danach war ich wirklich ganz anders drauf. Ja, wir haben ja noch irgendwie freitags telefoniert und das war der Samstag davor, ne? Ja, kann sein. Ja, doch. Wir werden auch morgen mit der ganzen Familie, also
also meine Oma kommt, also hier aus Essen, von meinem Vater und mein Opa und hier die Verwandtschaft aus Meerbusch, die kommen und da wollen wir zum Friedhof. Ja. Also in die Wohnung geht mittlerweile, aber ins Schlafzimmer, da hat meine Mutter noch irgendwie Probleme. Mhm. Weil sich da meine Oma noch liegen, ne? Okay. Und das ist schon heftig. Ich glaube, aussteigen muss man nicht. Der hat am Ende irgendwie 5 Minuten Aufenthalt. Mal schauen. Oder vielleicht kurz Foto machen und wieder zurück. Ich glaube, 31 sind wir da und 36 geht's weiter. Ja, 15.24 Uhr haben wir aktuell. Mhm. Irgendeiner fragte doch gerade nach der Uhrzeit. 36. Was denn? Ein Bein passt für den Bus. Pegel, bis an der Ampel vorbei, da bist du so durch, wenn er vorsichtig ist. Hab ich nicht gesehen. Ja, irgendwo da, musst du da durch und dann ist das da hinten in der Kirche. Ich bin hier die Linie noch nie gefahren, du. Nee, ich war ja auch nicht. Ja, haben wir schon was zu. Tja, wir können da mal nochmal hingehen und anrufen oder so. Auch der Mama kann das. Oh. Ah. Jetzt kommt man die Ansage verstehen. Ich verstehe mal Ding Dang. Die Ansage selber ist nicht so. Machen wir eben das aktuelle Future des Fernbusses oder Fernbus zum Nulltarif für mich. Fotografieren. Ding dong. Tling. Thomas, ich krieg bloß eine Nachricht. Ich weiß. Aha.
waren die Sicher, dass der direkt zurückkommt. Aber da steht nämlich an der S90. Welche Richtung? Nee, der muss ja Richtung Münster fahren, der wird doch hier. Nein, es gibt doch nur einen Zwischentakt nach Lüdinghausen. Was sind denn Lüdinghausen? Ja, es gibt doch noch einen Zwischentakt.